Mitte Oktober und der schönste Bienenflug hier. Und damit herzlich willkommen, meine lieben Bienenfreunde, zu einem neuen Kurzvideo hier bei nordbiene.de. Ja, wie wir sehen, sind die Bienen ganz aktiv am Fliegen hier. Wir haben, wie gesagt, Mitte Oktober, irgendwo 14, 15, 16 Grad. Und die Sonne lacht vom Himmel, sie steht aber schon sehr tief. Und ich erfreue mich einfach nur am Bienenflug hier. Die Bienen sind komplett aufgefüttert, komplett winterfertig. Es gibt bei den Völkern hier nichts mehr zu tun. Wir sehen hier ganz viele Trachtbienen, die zurückkommen, schwer beladen teilweise, voller Nektar. Das erkennen wir an den fast sackartig herunterhängenden Hinterleibern, wenn die Bienen ganz schwer und plump nach Hause kommen, nach Hause fliegen und so schwer sind, dass sie kaum das Flugloch treffen hier. Andere Bienen, die sind schwer beladen mit Pollen. Wir sehen hier hellgelben Pollen, manchmal auch fast weißen Pollen, aber auch blauen Pollen. Letzterer, der stammt von der Phacelia, das ist ganz eindeutig. Und die gelben Pollenhöschen, die können entweder vom Efeu sein, vom wilden Efeu hier, oder die stammen aus Gründüngungsmaßnahmen, Gründüngungsflächen hier, die jetzt ganz massiv in und um Mielkendorf herum blühen. Das ist zum Beispiel der Senf, das sind aber auch verschiedene andere einjährige Gründüngungspflanzen und die bieten den Bienen jetzt ganz viel Nektar und Pollen. Ja, und wenn das Wetter so bleibt, dann müssen wir auch mit einem verstärkten Bruteinschlag rechnen, wie so häufig die letzten Jahre hier aufgrund der überaus guten Trachtverhältnisse. Dabei bleibt es natürlich dabei, wir müssen das Futter, den Futtervorrat im Auge behalten. Wenn die Bienen jetzt nochmal richtig in Brut gehen, dann kann es natürlich sein, dass sie verstärkt noch Futter brauchen, Futter verbrauchen auch. Im Moment kommt sicherlich einiges herein bei diesem Bienenflug hier, aber es kann natürlich sein, dass die nächsten Tage das Wetter schlechter wird. Vielleicht auch mit Regen hier und da und weniger Bienenflug, sodass die Bienen dann auf jeden Fall sicherlich wieder ein bisschen verbrauchen vom Winterfutter. Nächste Woche soll es schon wieder wärmer werden, habe ich mir sagen lassen. Es soll ein extrem warmer Oktober werden dieses Jahr. Von daher würde ich mit dem Einlegen der Mäusegitter auf jeden Fall noch warten hier. Meine Bienenvölker, die bekommen die ersten Mäusegitter wahrscheinlich so Ende Oktober, Anfang November, wenn wir dann tagelang keinen Bienenflug mehr haben. Das heißt Temperaturen von deutlich unter 10 Grad am Tag. Das wird wahrscheinlich nicht vor November dieses Jahr der Fall sein hier. Ansonsten gehe ich natürlich nicht mehr an meine Bienen. Die Bienen haben alles schön verkittet, alles luftdicht gemacht, auch die Ritzen mit Kittharz Propolis verkittet, damit da keine Luft, kein Luftzug hineinkommt, auch kein Wasser. Und das werde ich jetzt natürlich nicht mehr auseinanderreißen. Und wir wissen ja auch, jede Nachschau in die Bienenvölker gefährdet auch die Königin. Wir können die Königin quetschen und wenn jetzt die Königin verlustig gerät, dann ist es schon übel, dies dann noch in diesem Jahr zu reparieren. Das geht meistens schief, weil der Imker das teilweise auch gar nicht erkennt hier. Ja, wunderschön. Ich bin richtig froh, dass die Bienen noch so schön fliegen können hier. Das Korbvolk, das bekommt ja noch ein bisschen Futter in der Futterschale, da dürfte immer noch was drin sein. Die Bienen bauen auch noch ganz aktiv. Wir sehen hier Baubienen auch am Flugloch. Das sieht man dann an den Hinterleibern, die Wachsausscheidung, die Wachsproduktion hier. Alle anderen Völker, die sind natürlich schon quasi im Wintermodus, noch nicht in der Wintertraube, aber doch schon im Wintermodus.
Und die nutzen jetzt das schöne Wetter, um hier ganz massiv nochmal zu fliegen. Auch die Jungbienen fliegen sich ein, frisch geschlüpfte Jungbienen nachher. Und wie gesagt, massiver Pollen- und Nektareintrag. Ja, ansonsten gibt es tatsächlich im Moment nichts zu tun an den Bienen. Ich finde das eine ganz fantastische Jahreszeit, weil ich kann mich entspannen. Ich kann hier am Flugloch sitzen, ohne schlechtes Gewissen zu haben, dass ich noch irgendwas an den Bienen tun muss. Sie sind komplett aufgefüttert. Ich werde noch mal wiegen Mitte, Ende des Monats, aber die dürften genug Futter haben. Dieses Jahr sowieso, die sitzen ja alle auf 3 Tagen hier mit Futter genug. Aber wie gesagt, wer ein bisschen knapp eingefüttert hat, der kann versuchen, jetzt noch mal die Völker zu kontrollieren und wiegen und dann noch mal Futter in die Völker zu bekommen. Ich empfehle bei so späten Fütterungen, Notfütterungen immer Zuckerwasser 2:1. Da bekommt ihr in einer kürzesten Zeit, da bekommt ihr in der kürztmöglichen Zeit die größtmögliche Menge an Futter in das Bienenvolk. Wie gesagt, Zucker 2:1. 2 Teile Zucker in 1 Teil heißes Wasser gelöst. Das nehmen die Bienen dann noch am ehesten auf. Und die Wärme, die sorgt dann dafür, dass die Bienen dann noch ein bisschen aktiver werden. Bei Flüssigfütterung mit Futtersirupen kann das jetzt bei der kalten Jahreszeit schwierig werden, dass die Bienen hier überhaupt noch was annehmen. Die finden den Futtersirup, den Industriesirup, ziemlich unattraktiv. Ja, und wenn wir uns den Blätterstock anschauen, dann können wir hier direkt durch die hintere Tür in den Brutraum schauen. Und wir blicken hier direkt auf den Baurahmen, der komplett verdeckelt ist. Komplett mit Futter gefüllt, komplett verdeckelt. Das Blätterstockvolk, das erhielt dieses Jahr 16 Kilogramm Zucker. Für ein Volk auf 10 Waben ist es ausreichend. Das ist keinesfalls zu viel, auch nicht zu wenig. Das ist so meine Erfahrung hier. 16, 14, 15, 16 Kilo, 17 manchmal. Das ist so die Menge, die das Blätterstockvolk gut einlagern kann. Der Bienenkorb dagegen, der hat 12 Kilogramm Zucker in Wasser gelöst bekommen. Also 12 Kilogramm Zucker in 6 Litern Wasser. Da ist er noch dabei, ein bisschen das abzunehmen. Er ist nämlich voll geballert, da passt nichts mehr rein. Das mache ich jedes Jahr so. Und bei diesen milden Herbstzeiten, die wir haben hier, verbraucht der Bienenkorb, das Korbvolk natürlich noch ein bisschen. Sodass auch hier 12 Kilogramm Zucker in Wasser gelöst auf keinen Fall zu viel sind. Ja, meine Lieben, ich werde die Sonne weiterhin genießen, das warme Wetter hier genauso wie die Bienen. Ich schaue mich noch ein bisschen um. Und ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier auf nordbiene.de. Tschüss!